Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Pokémon-Showdown-Part. Wir spielen wieder im OBUST und unser Team besteht aus Tapu Lele, Pheromoser, Lavados, Tapu Fini, Melmetal und Rabigasa. Wir spielen hier in Choicebacks Tapu Lele für den maximalen Damage-Output. Es kam Psychonese, Moonblast, Fuchsblast und Psyshock. Full Speed, Full Special Attack. Ich denke, zu diesem Pokémon brauche ich nichts sagen. Obwohl, wie gesagt, wenn das Psychofeld draußen ist, machen unsere Psychotacken mehr Schaden. Durch Step machen sie nochmal mehr Schaden. Und durch das Wahlglas macht die Attacke auch noch mehr Schaden. Fuchsblast ist für Stahl-Pokémon da. Dann spielen wir in Choicebacks Pheromoser. Pheromoser ist insane schnell. Outspeedet Dragapult, Zeraora, Kaporiki. Wir spielen es mit Close Combat, U-Turn, Triple Axel und Poison Trap. Triple Axel ist eine Eistacke, sie kann dreimal treffen, mit jedem Hit wird sie stärker. Ist zum Beispiel für Zygarde oder Lanrus sehr gut, muss aber aufpassen, denn du willst meistens die Kehrtwellen drücken, aber wenn dagegen ist zum Beispiel ein Statik-Pokémon wie Zapdos oder ein Flammenkörper-Pokémon wie Labrador oder Ramotten-Team hat, solltest du das eher vermeiden. Aber Close Combat ist dennoch sehr stark. Dann spielen wir noch ein physisch defensives Lavados mit Flammenwurf, Ruhejort, Scorching Sands. Ist eine Bodenattacke, die verbrennen kann. Deshalb können wir die Attacke über Will-O-Wisp zum Beispiel spielen. Defog, um die Hazards auf unserer Seite zu entfernen. Wir tragen hier wieder die Boots, so bekommen kein Rockschaden. Und deshalb ist Lavados in dieser Gen viel besser als defensives Pokémon zu spielen. Etwas Speed und gewisse Pokémon zu outspeeden. Gut, dann haben wir noch ein Tapu Fini Team. Wir spielen es mit Training Kiss, Call Mind, Taunt und Surf. Nachtgeneration kann man es endlich mit Gedankengut spielen. Deshalb bin ich gespannt, wie sich das Pokémon tut. Training Kiss für die Recovery. Gut, dann spielen wir noch ein Überrest im Melmetal mit Double Aron Bash, EQ, Protect und Ice Punch. Ice Punch ist für Pokémon wie Zygarde, Lanrus T, Zapdos da zum Beispiel. Das Pokémon kann es nichts gegen Lavados tun, gar nichts. Wobei man sagen muss, du willst eigentlich nichts gegen Lavados drücken, denn wenn du verbrannt bist, kannst du Melmetal wegwerfen. Ein langsames Pokémon, was nicht hitten kann, willst du eigentlich wegwerfen. Und zu guter Letzt haben wir noch Choice Scarf Crocodile. Mit welcher Fähigkeit spielen wir das Angel Point? Wäre Kurzschluss bei einem Crit. Hätten wir dann, ja, Dankriff wäre dann insane, dann würden wir alles hitten. Aber wir spielen es einfach mal mit Moxie. Es kann EQ, Knockoff, Close Combat und den Tarnstern. Wir könnten es als Suicide Lead spielen. Oder wenn der Gegner rauswechseln will und wir predikten das, können wir so 3D-Tarnsterne rausbringen. Auf jeden Fall, Leute, ich werde jetzt den ersten Gegner suchen. So, wir haben den ersten Gegner gefunden und er spielt ein Sandsturm-Team, wie man hier sieht. Hippodon, Despotar, Excadrill, Dracozolt, Buzzball und Zapdos. Interessant, dass er zwei Sandsturm-Sets spielt in Form von Despotar und Hippo. Da müssen wir aufpassen. So, ich finde, Pheromoser wäre ein gutes Lead-Pokémon. So, Tyranitar. Hier können wir Safe U-Turn drücken, er muss rauswechseln, wir bekommen die Switch-Advantage. Obwohl, er könnte in Zapdos wechseln. Und dies werden wir in der ersten Runde gleich predikten. Und die Prediction liegt leider fehl. Okay, Pheromoser ist angekippt, aber sind wir mal ehrlich, das ist dem Pokémon komplett egal. So, der kann Donnerschlag, Rock Slide. Beginnen Tapu Fini, denn Pheromoser will nichts tanken, der will nur austeilen. Also alles okay. So, Tapu Fini ist vielleicht langsamer, aber wir würden eine Attacke tanken. Deshalb gehen wir auf Surfer. Surfer ist ein Micron Play, trifft alles gut. Wir haben Training Kiss. Wisst ihr was, beginnt auf Training Kiss, so bekommen wir Recovery, auch wenn es nicht zu viel ist, aber egal, gut. Tapu Fini ist gegen sein Team sehr gut, das müssen wir behalten. So, jetzt können wir einfach in Krug gehen, was will dieses Zapdos tun? So, der hat ein Naming Theme. Rook,
Hat seine Pokémon nach Schachfiguren benannt? So, wir gehen jetzt auf Knockoff. Können ihm das Item schlagen, bitte keine Statik. Hurricane trifft und killt uns nicht. Gut. Wir gehen nochmal auf Knockoff. Er geht in Rook. Okay, in Buzzwall. Gut. Brauchen wir Rabigate noch? Ich denke nicht. Okay, dann können wir Hippo das Item auch noch abschlagen. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Freut mich. Ich wollte hier Rabigate opfern. Ich sehe den als nicht mehr so wichtig an. Und ja, der geht auf Wirbelwind. Und wir können jetzt einfach eigentlich Triple Axel drücken. Er kann Rocky Helmet mehr auf Buzzwall, solange wir genug oft treffen. Können wir es rausnehmen. Nice. So, wir opfern jetzt Krug, durch die Rock stirbt es. Hoffentlich geht der jetzt nicht auf Schwert, sonst ist obwohl eine Runde, das wäre noch akzeptabel. Ich hab das Tank, aber das eine Attacke. So, Pheromose könnten wir reinbringen, es killen, aber ich will nicht, dass es mir Rockschaden hält, denn wenn er. Wenn Hippo und Tyranitar weg ist und generell ist, Pheromosa sagen, dass Sandsturm nicht da ist, insane gut. Wir gehen jetzt in Tabolele und drücken einfach mal Moonblast. Der Grund, wir brauchen alle Pokémon noch, finde ich. Melmetal, Heatwave, willst du nicht abbekommen. Labrador, Tapofini werden sehr gut, sehr effektiv getroffen. Und ist der Scarf, der ist sogar Scarf. Okay. Wir können jetzt im Melmetal gehen, tanken eine Attacke und dann ihn mit Diabeben rausnehmen. Jawohl, Melmetal hat eine gute First Death, der ist live up. Ah, das hätte ich vorher sehen sollen, aber egal. Hippo. So, wir gehen einfach mal auf Ice Punch, um das Hippo nicht rauszunehmen. Wirbelwind. So, Tapofini, gut. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal auf Taunt, um den Sandsturm zu stallen. Oder ist das nicht der Play? So, der Sandsturm ist noch 4 Runden draußen. Wenn wir ihn killen, geht den Exker, müssen sehr viel abwerfen. Deshalb gehen wir auf Taunt, um die Runden zu stallen. Und hätte Tapofini eine Attacke getankt? Er geht in Exker, das war riskant von dem Gegner. So, der Kill nimmt uns jetzt mit Erdbeben raus, okay. Wir gehen in Moltres, drücken Flammenwurf. Wenn der Rockslide trifft, dann sind wir down. Er geht in Hippo und opfert hier Hippo, okay. Gut, der Sandsturm ist jetzt noch 5 Runden draußen. Wir gehen jetzt in Mel, oder ist der Scarf? Live up, egal. So, wir gehen jetzt in Melmetal raus, opfern den Dude. Ich hätte fast die Bodenattacke gedrückt, der spielt riskant aus Schutzschild. So, Erdbeben, predicten wir den. Wir predicten den und gehen in Lavados. Komm schon, komm. EQ, perfekt. So, wir opfern jetzt Pheromosa. So, wir opfern Pheromosa. Sehen gleich, ob der Rock Slide im Set hat. Der hat Rock Slide im Set. Der schreibt GG in den Chat. Aber können wir das Game noch gewinnen? So, Melmetal, wir gehen auf Protect. Das war gerade dumm von mir, oder? Wir müssen in Moltres gehen. EQ trifft nicht. Und drücken Flammenwurf und er geht in Tyranitar. Gut von dem Gegner. Er bekommt einen Burn. Der war extrem wichtig. So, wir gehen in Defog, denn er wird es. Nein, ich wollte auch Roost drücken. Okay, Rock Blast trifft nicht. Wir gehen auf Roost. Die Gesteinsattacke macht jetzt nicht so viel Schaden.
Wir können nochmal Ruth drücken, der Sandsturm ist weg, der eigentlich egal ist. So, Ruth. Er darf halt einmal nicht treffen. Die Attacke muss daneben gehen. Die Attacke muss einfach einmal, wie gesagt, daneben gehen. Wäre er nicht verbrannt, hätte er uns schon safe gekillt. So, Roost. So, die Frage ist, was machen wir nun? Wir killen ihn jetzt einfach mal mit Scorching Sands. Gut, Excalibur, wenn Rockslide nicht trifft, haben wir das Game gewonnen. Okay, der Gegner hat schon GG geschrieben, aber wir haben den Kampf trotzdem durch Glück, könnte man sagen, gewonnen. Obwohl, wie viel Schaden hätte eigentlich ein Excalibur gegen ein Melmetal gemacht? Wir hatten HP Investment, war das nicht so? Und nur Spätstef und, okay. Egal, so. Wir haben hier ein Melmetal. Was? So. Melmetal, oh, you choice menu, wir haben keine HP Investment. Ja, ich hätte mir vielleicht Tapofine aufsparen sollen für das Excalibur. Das auf jeden Fall. Excalibur, Drill, Utility, EQ. Hätten wir sogar tanken können, denn ich hätte safe einmal Protect gedrückt. Die Rocks waren nicht da. Und dann hätten wir noch 58, irgendetwas Prozent gehabt. Also, zu einer guten Roll hätten wir eine Attacke getankt und dann hätten wir ihn mit EQ killen können. Also der Rockslide Miss, der war jetzt eigentlich nicht so wichtig. Der Play, der wichtigste Play hier war jetzt einfach Default zu drücken, um die Hazards zu entfernen. Also war der Miss jetzt nicht notwendig. Hätte er sich mit Schwertern gesetzt, hätte er gewonnen. Aber wie gesagt, wir hätten ihn dann mit Flammenwurf killt. Also als die Tarnschöne weg waren, war unser Sieg eigentlich schon sehr sicher. Außer hat die Max-Roll bekommen. Ja, Leute, ich werde erst den nächsten Gegner suchen. So, wir haben den nächsten Gegner gefunden. Kairon Blackheart, der Gegner. Dann noch Slowbro, Molte, Theramosa, Despota schon wieder und Nidoking. Ist eigentlich derzeit Despota im Oyo oder noch im Yuyu? Ich glaube, es ist mal wieder ins Oyo gekommen. Tyranitar. Es ist wieder im Oyo, sehr schön. Ich finde, Despota muss ins Oyo. Muss im Oyo sein, um ein gutes Oyu-Tier zu haben. Egal. So, der Gegner leadet wahrscheinlich mit Theramosa. Krug ist schnell als Theramosa und wir können ihn mit Knockoff killen. Sehr schön, wir können Theramosa killen. Ich hoffe, wir spielen Scarf Theramosa, das wäre es nicht so geil. Oder wir können ein Pokémons Item abschlagen. Okay, wir tanken zumindest die Attacke und es hatte die Heavy Duty Boots. Okay. Können wir eigentlich Theramosa irgendwie sehr effektiv treffen? Nein, überhaupt nicht. So, Tyranitar, da wechseln wir safe raus in Melmetal. Starthrock war klar, hat einen Double Arrow Bear Switch in Moltres. Da müssen wir jetzt aufpassen, das heißt, wir gehen in unser eigenes Moltres. Der Play war risky, es war nicht risky, oder? So, dann gehen wir in Tapu Fini, obwohl ihr werdet denn ist Gesteinsack oder Donnerblitz? T-Wave bringt nichts. Gut, wir gehen jetzt einfach mal auf Calmind. Der geht in Slowbro, jetzt taunten wir ihn jetzt einfach mal. Oder der will Calmind höchstens drücken. Was will der noch drücken? Future Side, ja, Calmind. Ja, Teleport. So, er geht in Kairon Black, aber Training Kiss killt ihn. Fusion Ball tanken wir, da wir Fürstep sind. Und wir killen ihn fast. Killen uns das eher? Nein. Der macht gar nichts. So. Der wird jetzt nochmal Fusion Bolt gehen, deshalb gehen wir in Krug. Wir tanken die Attacke. Und können ein Pokémon das Item abschlagen oder trägt auf Moltres den Rocky Helmet. Wäre insane. Nennen die Heavy Duty Boots, die können wir abschlagen. Nice. So, wir gehen jetzt in unser Moltres. Der wird wahrscheinlich Roost drücken. Und wir können jetzt einfach mal Devok drücken. Tyranitar, gut. So. Fireblast, T-Wave und dann noch eine Gesteinsattacke. Wir können eigentlich immer in Tapu Fini hier gehen. Stealth Rock.
Trading Kiss, der geht in Nidoking. Nidoking. Fucking Nidoking. Ja. Tapofini will ich mir eigentlich noch wegen Pheromose behalten. Die wird auf eine Gift- oder Elektroattacke gehen. Deshalb gehen wir Melmetal. Bitte geh auf eine Giftattacke. Danke. Und wir können hier einfach mal Double Iron Bash drücken. Ich dachte, wir würden die Attacke wirklich tanken mit Spätzle für Investments. Haben wir sehr viel KP? Ja, Life Orb Nidoking habe ich unterschätzt. War nicht so gut von mir. So, wir sind schneller, der kein. Und nicht Pokémon, aber Slowbro. Oder doch, der hat ja Despotter. Geben wir auf Moonblast und predicten das Despotter. Sehr schön, können wir das Pokémon Two-Shotten? Wäre nice. Danke, das können wir Two-Shotten. Mograss bekommt sogar Schaden ab, das heißt, wir bleiben hier drinnen. Oder wir gehen in unser eigenes Mograss und drücken Defog. Und ich bin mir sicher, dieses Mal wird der Gegner mit Tyranitar einfach die Rocks rausbringen. Deshalb gehen wir jetzt auf zweimal auf Scorching Sand und killen ihn. Oder geht er auf Kyurem Black und können wir Kyurem Black killen, sind 20%. Danke, der kriegt da vielleicht Nodin, denke ich aber nicht. Da laben das eine sehr gute Spätzdefort. So, der wird jetzt auf Donnerblitz Sludge Wave gehen. Wir gehen auf Scorching Sand. Der Dude ist eigentlich insane gegen Pheromose oder Tapu Fini. Einen von den beiden brauchen wir. Wir entscheiden uns für Tapu Fini. Okay, ich habe Nidoking einfach zu unterschätzt. So. Wir gehen jetzt in Pheromose und drücken U-Turn. Oder bleibt ihr hier drinnen? Ich würde gerne Triple Axel drücken, ich will aber Lamos predicten. Oder Moltres, bitte kein Burn. Danke, gut. Ja, Tapu Lele, wir gehen hier auf Psychic. Da wird Despot jetzt nicht reinwechseln. Denn Despot ist eigentlich noch gut gegen uns. Jawohl, Moltres ist weg. Nice, jetzt steht es 4 zu 4. Wir haben immer noch Krug auf unserer Seite. Jetzt gehen wir in Nein, Leute. So, der Play ist es, in Krug zu gehen, denn wenn er die Rocks rausbringt, ist es weg. Und Leute, seht euch jetzt unser Krug an. EQ them all, würde ich mal sagen. Slowbro. Ja gut, Aber wir können hier nicht mehr rauswechseln, können die Hazards nicht entfernen. Aber wir können jetzt in Pheromose gehen, U-Turn drücken, er verliert Slowbro. Oder wir bekommen die Switch Advantage und ist beides lieb. Verliert Tyranitar, jawollo, 3-3, Speed Boost, okay. Da müssen wir jetzt aufpassen, gut. Wir gehen, so, ich glaube es wirkt wirklich. Ja, es kommt wirklich drauf an, wer das Speed-Term mit Pheromose gewinnt. So, wir gehen jetzt in Tapu Lele. Und der wird jetzt in Slowbro gehen. Wir gehen hier auf die Mondgewalt, killen das Slowbro, nice. Gut, Nidoking. So, Moonblast, kill ihn nicht. Egal, so, jetzt müssen wir zweimal mit Pheromoses Triple Axel treffen und dann haben wir gewonnen. Denn der Grund, der erste Grund, ja, wir können Nidoking killen, bekommen jetzt einen Speed Boost, dann würden wir das gegnerische Pheromose outspeeden. Wir haben ja schon das Item abgeschlagen mit Rabigator. Also wissen wir, dass er keinen Scarf zum Beispiel trägt, aber hätte ja auch das Beater gewonnen, hätten wir eben noch mit Tapu Fini den Trinkis, also würde das auch ausreichen. Ja Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich muss sagen, Pheromose hat in diesem Park gezeigt, was es kann. Derzeit kann man Pheromose bannen, das insane ist. Man könnte auch noch Quiverdance auf diesem Mon spielen, denn er hat die Coverage, die spezielle Coverage des Todes. Obwohl Bugbuzz, Ice Beam, Fuchs Blast und Quiverdance. Obwohl die Coverage würde eigentlich schon ausreichen. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann, ciao.